Und da sind wir auch schon wieder zur nächsten Folge der Pokémon Schild Nuzlocke Challenge. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch unbedingt Lenny nach vorne. Ja gut, Lenny ist vorne. Perfekt. Dann, let's go. Ich habe Lenny noch den Gegenstoß beigebracht, damit wir noch ein eine Unlichtattacke auf dem Ding haben. Ziel erreicht, du hast die Arena-Mission erfolgreich beendet. Und dementsprechend, ich bin mal gespannt, was Nioh so kann. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, sage ich ganz offen ehrlich. Aber das sollte ja gar kein Problem sein, oder? Na egal. Wie gesagt, Nioh, vor dem habe ich wirklich Angst. Das habe ich schon am Anfang des Playthrough gesagt, ne? Am Anfang der Nuzlocke, dass das die schwerste Arena für mich ist. Und ich bin mal gespannt, ob sich das hier bewahrheitet oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Aber die Musik, die ballert. Makabaya. Ich bin schneller. Ich will erstmal gucken, was er so hat. Aussetzer. Okay, wild. Bärentasche. Rastlose Seele. Was macht rastlose Seele? Okay, damit ist jetzt meine Dings weg. Boah, dann mal gucken, was die nächste Fähigkeit von dem. Also, was das nächste Pokémon ist, und dann mal gucken, was die Fähigkeit davon ist, weil rastlose Seele ist okay. So, in den Drop. Wirbler. Gar kein Problem. Achso. Ja gut, jetzt tauschen wir die ganze Zeit hinterher oder hin und her oder was? Ach, schade. Ja gut, jetzt habe ich wieder die rastlose Seele. Da kommt der Wirbler, jetzt hat er wieder die rastlose Seele. Perfekt. Das lieben wir doch. Jetzt bin ich nur mal gespannt, weil ich habe jetzt nur noch... Also ich habe ja nur physische Angriffe. Ob ich jetzt auch die rastlose Seele kriege beim Killen oder ob nicht. Ne, kill ich nicht. Das ist geil. Und ich habe schon wieder nicht umgestellt. Naja, so ist das. Spiegelcape. Oh. Oh. Oh, aber Lichtschild und... Ja, scheiß auf Lichtschild. Mimikma. Na dann komm du mal mit deinem Kostümspuk. Vom Mimikma habe ich ein bisschen Angst. Aber er kann mir nichts antun. Oder? Gucken wir uns erstmal an. Ach fuck, ich hab blockiert. Ja gut, dann. Spitze. Aua. Aua! Macht doch nicht so viel Schaden. Na, da kommt der Kostümspuk, logisch. Ist ja logisch. Fuck, er kann Käfer attacken, oder? Nee, er kann nur Kehrtwende. Kann er nur Kehrtwende? Mit Kehrtwende hat er nicht. Kehrtwende hat er nicht. Dann kommt nochmal der Schlitzer. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Warum macht das so viel Schaden, Bruder? Was hier Blatt? Nochmal ein Schlitzer. Okay. Habe ich schon einmal geheilt? Nee, ne? Ich muss Lenny einmal heilen. Jetzt. Was ist der Clownwetter?
Nee, ich will Pokémon tauschen. Ich will. Will ich Loser Girl reinholen? Ja, will ich. Ja, will ich. Weil er wird jetzt nochmal auf den Schlitzer gehen. Das ist ja gar kein Problem für Loser Girl. Gar kein Problem. Hier ein Stahl-Pokémon wäre halt eben geil. Oder Paragoni, ne? Naja. Dann halt nicht. Ein Eschern. Schattenstoß. Ja, jetzt habe ich nicht mehr den Dings-Typen. Ich habe Angst, dass Mimikma noch irgendwas hat. Nee, hat das nicht. Okay. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich wollte nicht. Ich wollte auf Piatikraft. Schade. Na egal. Da kommt nochmal der Schattenstoß. Macht mir auch nichts. Flammkörper. Perfekt. Und die Antikraft. Krieg ich sogar noch einen Omnibus? Wäre cool. Nee. Hätte sein können. Day 35, Annie 27, Captain 34. Sehr stark. Boah, Borschnabel. War auch okay. Scheiß auf Pflücker, ey. Borschnabel ist besser. So, da wären wir bei dem Pokémon, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Weil ich nie genau weiß, was er kann. Also er hat auch Bruchrüstung, glaube ich. Ich gehe davon aus. Mal gucken, was er so hat. Der wird mich jetzt selbst mit einem... Warum greifst du mich mit einer Antikraft an? Warum? Lass aber gerade nochmal gucken, was er noch so hat. Schaufler. Also, wird er jetzt nochmal auf die Antikraft gehen? Auf jeden Fall der zweite Antikraft weg. Fluch. Okay. Wild. Ich gar kein Problem mit. Da ist die Pro-Rüstung. Und Init hoch, ne? Ja, hab ich gar kein Problem. Da kommt der Fluch. Habe ich auch gar kein Problem mit. Weil er sich damit eigentlich schon aus dem Spiel nimmt. Nur das Blöde ist, das nächste Pokémon ist Gengar. Und du verletzt mich jetzt die ganze Zeit damit. Dementsprechend gehen wir da raus. Vielleicht heilt er sich sogar. Vielleicht heilt er sich jetzt sogar. Dann haben wir nämlich noch einen Trank wieder frei. Wäre auch cool, wäre auch cool. Nee. Ah, da kommt die Antikraft. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Bin ich schneller? Bin ich schneller? Ich bin schneller. Boah, Alter. Die Antikraft hätte mich fast hochgenommen, aber noch fast. Lenny 34. Ne, ich muss drinnen bleiben, leider mit Dings. Und jetzt kommt Gengar. Du wirst halt eben leider auch einen Gift-Move haben, ne? 36, Digga, was ist das? Macht das Sinn? Oh, die Musik ist so gut. Also hier, Dings macht gar keinen Sinn, Horror-Dead. Weil er mich trotzdem sehr effektiv trifft, weil Käfer eine zweifache Schwäche ist. Ich gehe trotzdem mit Horror dort rein. Nee. Er muss mich dann mit dem Dingsmove angreifen. Oh, Lenny. Oh, Lenny. Ich hab's total vergessen, dass es eine Giga-Dynamaximierung ist.
Ah. Bitte überlebt das, Lenny. Oh, bitte habt den Geist-Move. Bitte macht den Geist-Move. Bitte macht den Geist-Move. Bitte nicht den Gift-Move. Geist. Gigaspuk. Nein, es ist Gigadunkel. Okay, stark. Stark. Spätstep sinkt. Das ist kacke. Handelt es sich bei dem... Warte, der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, so verdoppelt sich das. Aber ich habe ja, das ist ja, nee, lass uns Dynadunkel aufziehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Und wenn ich sterbe, dann habe ich halt eben gerade Pokémon weggeschmissen und ich habe mein, also ich habe Lenny weggeschmissen und ich habe die Dynamaximierung weggeschmissen. Ja, beide echt uncool. Nein, er ist sogar schneller. Lenny! Stark, Mann, stark! Stark! Bitte treff. Und ja, es trifft sowieso, aber bitte sehr stark. Oh nein. Ich muss drauf gamblen. Lenny, es tut mir so leid. Ich muss drauf gamblen, dass wir das mit 1-2 HP überleben. Das tut mir so leid, Lenny. Es bricht mir das Herz. So, das Blöde ist jetzt. Was machen wir jetzt? Horror-Dead übersteht eine Attacke. Was für Attacken hat er? Ich habe jetzt bis jetzt nur Dynadunkel von ihm gesehen, ne? Ich hätte gerne gewusst, ob er speziell oder Dings angreift. Warte. Wir können es ja rausfinden. Wird er mit dem Geist oder mit einem Gift-Move angreifen? Oder mit einem Unlicht? Ich bin Käfer, also wird er eigentlich mit dem Geist-Move antreten, oder? Ja, würde. Aber ich überlebe das. Horror-Dead überlebt das. Ja, Horror-Dead. Du bist so gut. Jawohl. Stark. Stark, Horror-Dead. Sehr, sehr stark. Stark, dass du das überlebt hast. Und noch viel stärker, dass du das, dass du die Dings dann nimmst. Oh. Oh nein, aber um Lenny tut es mir so leid. Das ist unser drittes Pokémon, das weg ist, ne? Unser dritter Tod schon. Und trotz der Entwicklung, die wir jetzt sehen, von Dave zu Gordrom. Weiß ich einfach nicht. Die Frage ist jetzt wirklich, welches Pokémon wir für Lenny reinholen. Also wir haben ja recht viele Boden-Pokémon, aber Trommelschläge. Natürlich holen wir jetzt Trommelschläge rein. Das nervt mich trotzdem. Ach Mann, oh. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was hätte ich anders machen können. Was hätte ich besser machen können. Und auch Loser Girl entwickelt sich.
Was ist denn hier los heute, Alter? Einfach komplette Entwicklungsreihe. Ganz, ganz wild, ey. Ein Monte Carlo, GG's. So, auch Monte Carlo ist im Team. Schon 3 voll entwickelte Pokémon. Sehr, sehr geil. Eigentlich 4, Lenny. Es tut mir so leid. Es tut mir doch so leid. Herrschuss. Auch wild. Wilde Attacke. Wie kann die denn? Anwender übergießt das Ziel mit klebrigem Teer und senkt so dessen Init. Dadurch wird es schwach gegenüber Feuer. Oh. Das ist geil. Das ist geil. Scheiß auf Nitro-Ladung. Das ist geil. So, willst du noch irgendwas entwickeln? Nein? Das ist ja mal schön. Freut mich. Oh Mann, du bist so stark für mich. Wie hast du den Geistorden? Schön. Orden Nummer 4. Du kannst jetzt Pokémon bis 45 fangen. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Nioh Boosterbox. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Das ist aber kein Sieg. Das ist kein Sieg. Wir haben Lenny verloren. Das ist wirklich kein Sieg. Macht mich immer noch sauer. So, Balduin. Erzähl mal, was hast du für einen Ball? Gib mal her. Gib mir deinen Ball. Schwerball. Okay. Ja, Balduin, bitte. Sei nicht so weird. Danke. Boah, ich muss sagen, dass... Lol. Der Kampf, der hat mich gerade ein bisschen... Der hat mich aus dem Leben genockt, ey. Oh, hi. Ich glaube, mein Body mag dich. Und ich mag dich auch. Ich passe, ich bin froh, dass ich dich treffe. Kennst du die berühmte antike Stadt, Städte von Passbeck? Nun, angeblich soll hier die Heldengeschichte stattgefunden haben. Naja, wollen wir sie uns zusammen angucken? So als Date und so? Und bumm. Was war das? Was zur Hölle war dieses Geräusch? Das war so laut. Bitte Hilfe! Hilf, hilf, bitte hilf, bin doch jemand. Und wir mögen nochmal Abschied nehmen von Lenny. Er hat uns in dieser Arena wirklich gut durchgecarried. Und vielen, vielen Dank, dass du Teil des Teams warst. Aber du darfst jetzt mit Markus und dem Boss zusammen ein Leben im Himmel genießen. Das ist schon das zweite Boden-Pokémon, das weg ist, ne? Ich sag's ja nur. Treff mich schon wieder. Ich glaube, oder wir nehmen wir Massephase mit. Ne, Massephase haben wir für Loser Girl dann. Oder wir nehmen Onix mit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was hätte ich besser machen können und welches Pokémon mitnehmen. Pixel oder Hippopotas. Das ist doch die Frage. Und dann gehen wir mal hoch jetzt noch zur Sanya und hören uns die Hallo, Sanya? Was passiert da oben? Ja, dann lass uns doch hochlaufen, Sanya. Meine Güte. Ich werde alles einreißen. Denn ich bin einfach der Beste. Und ich muss so viele Wunschsterne wie möglich auftreiben. Damit mich der Präsident mit Dankbarkeit überschüttet. Patinaraya, als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite zu sein. Für ihn Wunschsterne zu sammeln ist eine Ehre. Oh fuck, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Du schon wieder! Ich verstehe ja, was hier vorgeht, aber entspann dich mal. Ich muss hier Wunschsterne sammeln für den Liga-Präsidenten. Bitte lass mich einfach weitermachen, klar? Ich muss wirklich gegen den kämpfen. Wir haben ein Pokémon zu wenig. Kann das alles nicht mehr. Die Folge wird wohl ein bisschen länger.
Ich wusste nicht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Ist gerade ein bisschen kritisch. Sag ich euch ganz offen und ehrlich, ey. Mitodos? Hatte er nicht schon die Weiterentwicklung? Also im Monozyto hatte er ja bis jetzt, ne? Wo hatte ich denn das letzte Mal die Pokémon gesehen? Schon ein bisschen her, ne? Boah, ein Galaponita, wo wir gerade gegen ihn kämpfen, wäre schon geil gewesen, ne? Ich sag's ja nur. Ein Pokémon zu wenig, ne? Aber wir sind ein bisschen... Also wir sind gut gelevelt jetzt. Das könnte ein Vorteil sein. Sehr schön. Mitodos. Easy weggeklatscht, Alter. Wer bist du eigentlich? Aber ich glaube, er soll auch gar nicht so stark sein, ne? Zu dem Zeitpunkt. Weil ich meine... Also Bettes hat halt eben... Ich glaube, Bettes soll zu dem Zeitpunkt gar nicht so stark sein oder dargestellt sein. Deswegen alles easy. Vorahnung, okay. Machen wir einen Abschlag. Oh, das hat sogar mehr Schaden gemacht, als ich erwartet habe. Die Attacken meiner Pokémon sind einfach herausstrahlend. Digga, vorlesen, das was da steht, Julian, danke. So, aber mit dem zweiten Abschlag sollte das Ding hier gar kein Problem sein. Primano, ciao mit Au, Alter. Wie gesagt, gar kein Problem. Dave Level 36, sehr stark. Rommelschläge. Rommelschläge ist halt eben schon echt gut. Und wir sind halt eben jetzt voll entwickelt. Das ist halt eben schon einfach ein Vorteil, den man echt nicht unterschätzen sollte. Unbeugsam. Okay. Zielstrahl. Sollte mir nicht so viel machen. Macht mir mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber da kommt der Abschlag. Ja, kannst du machen. Bettes, aber bringt dir jetzt nicht viel. Sag ich dir leider offen und ehrlich. Da kommt der Abschlag. Dave nochmal mit dem Abschlag. Und jetzt kommt noch sein Ponita, ne? Einfach gewinnen für Liga-Präsident Rose. Ja, das Problem ist, oder was ist das Problem bei dir, ist halt eben, dass du zu verbissen bist. Deswegen wirst du hier auch gerade als schwächer dargestellt. Boah, Annie, die Weiterentwicklung, habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Damit machst du mir halt lieber auch nichts. Ja, komm, Antikraft. Agilität. Mhm. Terschuss. Dann kann ich ihn nämlich mit Einäschern wegäschern, Alter. Das glaubst du aber. Innet sinkt. Schwach gegenüber Feuerattacken. Und auf einmal steht er sehr effektiv. Ich mag das. Die Innet steigt. Steigt sogar stark. Jetzt ist er auf plus 3 Innet. Ne? Wie gesagt, soll er. Da ist das Ponita weg. GG an Bettes. Aber es ist einfach leider so, du bist leider viel zu schwach für mich aktuell. Ich bin so froh, dass wir den besiegt haben, Alter. Wie gesagt, ich bin so froh, dass wir auch hier die Minen überstanden haben.
Weil die war, also vor allem in Galamine 2, wo er schon das Ponida hat. Boah. Das ist eins der nervigsten Kämpfe und auch der schwierigsten Kämpfe, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhattest, als du dir das Patinaraya von Präsident Rose geholt hast. Naja, irgendwie bin ich jetzt nicht so sprachlos, wie ich sein sollte. Naja, also... Naja. Glauben Sie mir, dass Sie dem Präsidenten mit dem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Betas, das reicht. Er schmerzt mich, das zu sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Junge entdeckt habe, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch ein gewaltiges Potenzial in dir schlummern. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deswegen schickte ich dich auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und deshalb gab ich dir eine Chance. Aber was hier geschehen ist, zeigt deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück und wir entscheiden später, was wir mit dir machen. Das ist nicht der... Ist nicht ihr Ernst? Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich zugelassen und empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, aber mit dieser Situation umzugehen. Und Sie entscheiden sich im allen Ernst für die schlimmste von allen? Hey, Bettis, du hast es gehört. All deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Lass mich auf. Da sind auch Sanya und Boosterbox. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger von der Weise ausscheiden zu lassen, aber so ist das halt. Ich kann Challenger nicht einfach so rumlaufen lassen. Nicht so. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Bettis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Bettis keine Familie habe. Als Rose dann unter seinen Fittichen nahm, begann Bettis alles für ihn zu tun. Vielleicht ein bisschen zu viel. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Boah, geil, das Heulen von den Hunden, geil. Oh, die Musik. Ganz ehrlich, die Musik von denen, sie ist einfach geil. Oh nein, die Malerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese beiden Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an diesem Entdeckung ändert unsere Verständnis für die Legende in Gala am meisten? Die Pokémon. Genau. Diese Pokémon, die wie Pokémon aussehen, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker in die Augen als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Sie erinnern mich an die Wandteppiche. Genau, damit können wir vermutlich endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Ich frage mich nur bloß, warum im Knospi-Inn dann nur
eine einzige Statue zu sehen ist. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein als die anderen beiden. Was lässt sich da das schlussfolgern? Das Schild-Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Weil das Schild-Pokémon einfach viel cooler ist. Fixation. Summer Center ist einfach cooler. Und Session halt nicht. Das sind die beiden Pokémon, die völlig in Vergessenheit geraten sind. Diese beiden Jünglinge dort hinten sind die Helden. Aber das Schwert und Schild sind eigentlich diese beiden Pokémon. Und warum wurden die Statuen dann mit diesem Wissen vermittelt, hinter diesem Kunstwerk versteckt? Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch führen. Wenn du dich jetzt wieder an deine Arena-Challenge widmest, solltest du dir helfen. Als nächstes geht's nach Fairberry. Richtig? Zwei Beleber in der Nuzlocke-Challenge. Danke. Cool. Weiter so, ich glaub dran. So. Aber wir sind jetzt wirklich am Ende der Last Log angekommen. Ich würde sagen, wir schauen das nächste Video und sehen uns beim nächsten Live-Video oder Shorts. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao!